Guten Morgen allerseits. Es ist 11.30 Uhr und wir reden jetzt über die Milch. Rund 50 Liter Trinkmilch konsumieren wir Deutschen pro Jahr pro Kopf. Und wir zahlen für den Liter Milch in den Supermärkten zwischen 80 Cent und zwischen 1,80 Euro. Das ist vielleicht viel, das ist aber auch für manche viel zu wenig. Was ist uns die Milch eigentlich wert? Das ist eine Frage, die zuerst natürlich die rund 60.000 Milchlandwirte und deren 4 Millionen Milchkühe in Deutschland interessieren dürfte. Aber da sind auch noch die knapp 100 Molkereibetriebe und natürlich der Lebensmittelhandel, der mit Milch und Milchprodukten tagtäglich Millionen Kunden an seine Regale zieht und der immerhin mit dieser Kategorie rund 12-14% erzielt. Fest steht, dann sind auch wir Milchtrinker dazu, die müssten also auch die Frage beantworten haben, wir Milchtrinker, wir Milchgenießer, zu denen ich mich übrigens auch zähle. So, fest steht, die Milch ist enorm unter Druck und das schon seit langem. Das größte Problem ist, wir haben zu viel davon. Und Mengenüberschuss bedeutet bekanntlich Druck auf die Preise. Das zweite große Problem ist, dass gerade jüngere Zielgruppen viel zu wenig über die Milch wissen. Und manche vielleicht vorschnell auf die boomenden Milchalternativen zurückgreifen. Überhaupt, je jünger die Konsumenten sind, desto kritischer werden ihre Fragen über Landwirtschaft, über Tierhaltung, über Verarbeitung, über Transportwege und Herkunft. Und die Jugend selbst winkt inzwischen bereits müde ab, wenn sie nach dem Thema Milch befragt werden. Das ist was für Kinder oder für die Omas, so ihre Argumentation. Es gibt also dringend Handlungsbedarf für die Milch, um sie wieder wertzuschätzen. Aber wie geht es weiter? Was sollen wir tun? Bleibt die Trinkmilch im Clinch zwischen Handel und Molkereien? Erobern vielleicht die pflanzlichen Alternativen den Markt und verdrängen damit den Trinkmilchbereich? Die Kernfrage lautet, was verhilft der Milch noch zu mehr Wertschätzung? Fragen, die wir in den nächsten 30 Minuten hier diskutieren werden. Und damit ein herzliches Willkommen zum ersten digitalen Milchstammtisch, an dessen virtuellen Seiten sich heute drei Gäste aus gleich drei verschiedenen Bundesländern befinden. Ich begrüße an den PCs oder an den Tablets in Berlin Andreas Möller. Er ist Buchautor, Kommunikationsmanager und plädiert für eine moderne, technologische, industrialisierte Landwirtschaft. Sie können uns hören, Herr Möller? Danke. Ich kann Sie gut hören und sage guten Morgen. Okay. In Ingolstadt zugeschaltet ist uns Dr. Rupert Ebner. Er ist Vorstandsmitglied von Slow Food in Deutschland und zugleich praktizierender Tierarzt. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Guten Morgen. So, Dritter im Bunde und aus dem Herzen der Eifel, konkret aus Bad Münstereifel, sitzt uns Milchlandwirt Basti Bützler, sitzt vor seinem PC. Hallo, Herr Bützler. Hallo zusammen. Ich freue mich sehr, dass wir einen praktizierenden Milchlandwirt in dieser Runde haben. So, unseren Gästen, also Ihnen, an den Rechnern und unseren Zuhörern und Zuschauern, die uns über Facebook, über YouTube und das Landwirtradio diese kleine Diskussionsrunde mitverfolgen, wünsche ich nun einen guten Empfang und ein herzliches Dankeschön schon mal vorab für Ihr Interesse. Ich beginne nun unsere kleine Gesprächsrunde mit einer Frage an den Landwirt, Herr Bützler. Die Milchwirtschaft ist auffallend oft in letzter Zeit der Kritik ausgesetzt. Tierhaltung, Weidehaltung, Kontrastallhaltung, Anbindung, Pestizide, das sind einige der Konfliktthemen, die leider oft unsachlich, ungerechtfertigt und manchmal auch etwas polemisch vorgetragen werden. Meine Frage an Sie, fühlen Sie sich eigentlich missverstanden in Ihrer Arbeit? Oftmals schon, aber ich probiere es eigentlich aufzuklären, soweit wie ich kann. Es gelingt nicht immer, weil durchs Internet auch viel verbreitet wird, was gar nicht stimmt, aber Öffentlichkeitsarbeit wird für uns Landwirte, denke ich, auch immer ein größer werdendes Thema. Wir einfach mehr aufklären, gerade weil so viele Unwahrheiten verbreitet werden und wie zum Beispiel bei Bauersuchtfrau diese heile Welt gezeigt wird, die es eigentlich gar nicht so gibt. Ehe wir loslegen, habe ich bei Ihnen Kindergeschrei gehört. Würden Sie Ihren Kindern, wenn sie denn älter und groß sind, den Beruf Landwirt, Milchlandwirt empfehlen? Bis jetzt ja. Ich bin immer recht positiv gestimmt. Meine Kinder gehen mit mir arbeiten.
Ich zeige Ihnen alles mit Freude. Ich arbeite auch gerne in der Landwirtschaft. Mir macht die Arbeit Spaß. Und bis jetzt würde ich Ihnen das auch empfehlen, wenn Sie das machen wollen. Wenn man, da muss man aber Spaß für haben. Das Landwirt macht man, glaube ich, nicht, weil man es muss, sondern weil man Spaß dran hat. Ich gebe die Frage gerne mal an Andreas Möller weiter. Ist die Milchwirtschaft oder speziell die Landwirtschaft ist in Misskredit geraten? Ist das, wo kommt dieser Unmut her? Liegt das nur an den Schlagzeilen, die wir hören über Stallhaltung, über Anbindung? Also ich denke, dass für die Milchwirtschaft zunächst erstmal etwas ganz Ähnliches gilt, was für die Landwirtschaft insgesamt gilt. Es gibt dort seit einigen Jahren eine zum Teil sehr polarisiert geführte Debatte. Fakt ist, dass sich die Bedingungen im öffentlichen Raum einfach verändert haben, dass Dinge heute kritisch hinterfragt werden, die 1980 herum vielleicht noch nicht dieses Augenmaß bekommen hätten. Aber die Realität ist eben, wie sie ist. Man findet da viele tolle soziologische Begriffe für. Ein Stammtisch hätte um 1980 sicherlich auch bedeutet, dass man zumindest in Mecklenburg bei einem Korn sitzt und einem Bier und eben nicht über Milch redet und ein Glas Wasser am Schreibtisch stehen hat. Also kurzum, es ist etwas in Gang gekommen und ich würde mal etwas platt formulieren, je näher wir gewissermaßen an das Tier herangehen, je weniger abstrakt es ist, dort, wo sozusagen eine stärkere emotionale Bindung auch ganz unmittelbar, und Milch ist ein wahnsinnig emotionales Produkt, gerade im Zusammenhang mit der Tierhaltung, dort könnte ich mir vorstellen, dass sozusagen die Kritikanfälligkeit per se größer ist, als es sozusagen in anderen Bereichen ist. Also insofern, es gilt für die Milchwirtschaft nichts spezifisch anderes, aber die Härtegrade gewissermaßen, die für die Landwirtschaft insgesamt gelten, die Produktion, die Transparenz, das sind Dinge sozusagen, je näher sie am Tier sind, umso emotionaler wird die Debatte. Ein guter Hinweis auf Dr. Ebner. Sie sind Tierarzt, sind also ganz nah an den Tieren dran. Meine Frage an Sie: Sie sind Vorstandsmitglied von Slow Food. Und Slow Food heißt ja nicht langsamer essen, sondern heißt bewusster essen. Wenn man Milch steht ja bekanntlich für eine Vielzahl von Milcherzeugnissen. Wir haben den Käse, wir haben den Joghurt, wir haben den Pudding, wir haben die zurzeit sehr boomenden, proteinreichen Quarkerzeugnisse. Wenn man dann auf Milch geht, ist der Bezug dann, der emotionale Bezug zum Tier besonders stark? Oder warum ist die Milch da außen vor? Das alles andere boomt, aber die Milch boomt nicht. Die Getränkemöglichkeiten haben sich ja generell verändert. Also für mich als Kind aus dem Allgäu, als Kind vom Bauernhof, gab es in der Kindheit nichts anderes wie Milch und Apfelsaft. Ja. Und da sind einfach die großen Softdrinkshersteller, die ja wirklich in vielerlei Hinsicht große Probleme in unserer Gesellschaft getragen haben, halt viel erfolgreicher als die Erzeuger von Milch. Und mein, das, was mein Vorredner gerade gesagt hat zur Haltung, es ist halt nun mal so, dass natürlich die traditionellen Haltungen auch ganz viele Mängel hatten, aber es gibt inzwischen halt moderne Haltungen, wo ich jeden Menschen, der Milch konsumiert, davon überzeugen kann, dass diese Tiere hier sich wohlfühlen, dass ihnen gut geht. Aber es gibt halt einfach noch viel zu viele Negativbeispiele, wo ich eben einen Konsumenten nicht hinführen will. Und an beiden Dingen muss man arbeiten. Man muss an diesem wunderbaren Nahrungsmittel, das ja alle drei Bestandteile, Kohlenhydrate, Eiweiß, Fett hat, und an der Art, wie diese Milch erzeugt wird, im besten Fall eben nicht als Nahrungskonkurrent zum Menschen, sondern eben mit Gras und Heu, ja, dann glaube ich, ist das Image der Milch ganz schnell wieder besser. Und der Milchkonsum findet halt heute weitestgehend nicht mehr als Trinkmilch, als Frischmilch statt, sondern Sie wissen selber, der Cappuccino ist der große Milchverbraucher und dann eben alles, was drumherum geht, auch in der Küche ist, also im Normalfall oder für die Durchschnitts, wenn man nicht vegan und vegetarisch geht ja wieder, kocht, dann ist eine Hausfrau, ohne dass sie Milch im Kühlschrank hat, aufgeschmissen. Also von daher ist der Konsum von Frischmilch ein Thema. Auch die Erziehung der Menschen, dass Milch immer gleich schmecken muss,
kann man ja später vielleicht noch drüber reden, allein schon das Aufrahmen der Milch wird als Problem gesehen. Alles Dinge, die einfach durch die Vermarktung von Milch als, würde ich mal sagen, Einheitsware eben gelitten hat. Da hätten wir vielleicht also schon früher umdenken sollen. Also Sie glauben ja, dass es fehlt an dem Erlebnis. Das Erlebnis haben wir bei Käse, das haben wir bei veredelten Milcherzeugnissen, aber bei der Trinkmilch haben wir nicht, obwohl sehr viel Eiweiß drin ist, Vitamine drin sind, Omega-3-Fettsäuren drin sind. Dieses Erlebnis müsste man vermitteln. Komme ich vielleicht später nochmal drauf. In Holland gibt es einen Milchsommelier und der hat gesagt, Milch hat Terroir. Also ähnlich wie beim Wein gibt es Boden, Klima, Gräser und Rassen, im Milchfall Milch jetzt zum Beispiel, die Milch verändern und emotional wertiger darstellen. Jetzt habe ich gehört, in Bayern wird es ab 2021 auch einen Milchsommelier oder mehrere geben. Sie sind ein bisschen mit väterlich beteiligt an diesem Projekt. Können Sie uns zwei Sätze zu sagen, was kann der Milchsommelier und was soll er? Also die Inspiration kam ja aus diesem Milchforum, wo ich diesen holländischen Milchsommelier kennengelernt habe und unsere leider verstorbene Vorsitzende Ursula Hatzen hat dann mit dem Ernährungszentrum in Kulmbach des Bayerischen Landwirtschaftsministeriums ein Curriculum erarbeitet für den Milchsommelier, das ich vor mir liegen habe und ich lese Ihnen nur den letzten Satz vor, was die Ziele sind. Kompetenz eines Milchsommeliers, eine Milchsommeliere ist es, professionelle Kommunikation mit den Kunden bzw. mit dem Gast in Bezug auf das Thema Milch. Ja, und natürlich spielt dann im Curriculum auch das Geschmackserlebnis eine Rolle und jeder, der sich ein bisschen mit Milchprodukten beschäftigt hat, weiß ja, dass es früher automatisch Sommer- und Winterbutter gab. Ja, die Sommerbutter war gelb, die Winterbutter war weiß. Und das zeigt eben schon allein den Einfluss der Fütterung der Kuh auf die Milch, also was die Farbe angeht, natürlich auch auf den Geschmack. Und daneben gibt es natürlich noch, und das kann man ganz eindrucksvoll erleben, wenn man das mal gemacht hat, auch Unterschiede von den Tierrassen her, ja, die Milch einer mir besonders am Herzen liegt. Wie soll er wirksam werden? Wie soll der Milchsommelier nach außen wirken, dass möglichst 82 Millionen Verbraucher wissen, das ist ja doch ein tolles Getränk? Also das Curriculum ist so aufgebaut, dass halt Menschen, die nicht in der Landwirtschaft groß geworden sind, eben den Werdegang, bis die Milch bei ihnen auf dem Tisch steht, eben genau kennenlernen. Ja, also die Haltungssysteme, die Fütterung, die Verarbeitung, die Auswirkungen auf Geschmack, die Auswirkungen auf die Haltbarkeit, auf die Konsistenz, auf eben mehr oder weniger Fett. Ja, ich denke, die wenigsten Trinker von laktosefreier Milch wissen, dass im Prinzip alles in dieser Milch noch drin ist, nur ein Enzym eben die Laktose spaltet in Zweizucker. Ja? Also solche Dinge sollten einfach einem breiten Publikum bekannt sein und das steht in diesem Curriculum alles sehr schön drin. Okay, gehen wir die Frage mal nochmal an Herrn Bützler, an den Milchlandwirt weiter. Tierwohl, ist das für Sie der Schlüssel für einen stärkeren Konsum, für eine stärkere Nachfrage, für eine stärkere Beachtung? Ist Tierwohl der Knackpunkt aus Ihrer Sicht? Ich glaube, die Tiere haben es heutzutage so gut wie noch nie in ihrem Leben. Deshalb, ich denke mal, wir machen eigentlich das Beste für die Kühe, dass sie wirklich auch das beste Tierwohl haben, was es eigentlich im Moment aktuell geben kann, egal ob Stall oder Außenhaltung. Weil wenn die Kuh sich nicht wohlfühlt, gibt sie keine Milch. Das ist wie bei uns Menschen. Wenn wir uns schlecht fühlen, bringen wir auch keine Leistung. So ist es bei Kühen auch. Deswegen, ich glaube, die meisten Betriebe machen schon das bestmögliche Tierwohl, das es gibt oder geben kann. Es wird halt vielleicht zu wenig nach außen gebracht oder man kann es halt nicht nach außen bringen. Richtig. Das ist so meine Bedenken im Moment, weil der Kuh geht es eigentlich soweit gut. Ansonsten könnte sie auch niemals die Leistungen erbringen, die sie jetzt bringt. Weiß sie das? Ich denke ja. Okay, Herr Möller, ich habe eben in meiner Anmoderation bemängelt, dass jüngere Verbraucher zu wenig über Milch wissen und vorschnell manchmal auf die pflanzlichen Alternativen gehen. Liegt es vielleicht auch ein bisschen an der Art der Werbung, an der Art der Kommunikation, wie wir Milchtrinker erreichen? Also meine Generation ist mit Milch groß geworden. Für mich gab es nie eine Alternative. Aber die Jüngeren kleben doch an anderen Medien. Und müssen wir da nicht auch die modernen
die modernen Medien mit stärker einbeziehen, um die Leute über Milch zu informieren und sie an den Konsum heranzuführen? Die sozialen Medien, die gar nicht so schrecklich sozial sind manchmal. Würde ich sofort darauf eingehen, gestatten Sie mir 10 Sekunden noch zu meinen beiden Vorrednern. Ich glaube, Sie haben es einfach mit ungleichen, sozusagen medialen Durchschlagskräften zu tun. Wenn Sie im Kleinen aufklären, und das ist auch etwas, was alternativlos ist, was man tun muss, bleibt trotzdem am Ende, zum Beispiel, wenn Sie sich den EU-Agrarkompromiss von dieser Woche angucken, was die Hauptkritik daran darstellt, Sie können sagen, dass das Tierwohl so hoch ist, wie es noch nie war. Aber solange Sie eine Klimadebatte zum Beispiel haben, unter der Prämisse, dass sozusagen alles daran gemessen wird, dann sind Sie schnell auch mit einem Argument dabei, dass Sie die gesamte Tierhaltung und den gesamten Konsum eben auch von Milch sozusagen in ein Licht stellen oder auch in Frage stellen können, ob es überhaupt notwendig ist vor dem Hintergrund globaler Herausforderungen. Ich denke, diese Zielkonflikte, die haben wir immer wieder, dass wir auf der einen Seite rational erklären können, was sich verbessert hat und niemand eben heute mehr sozusagen eine Stallanbindung haben will, wie anno dazu mal. Die kleinen Erfolge, die mühsam erkämpft wurden. Auf der anderen Seite sozusagen aber neue gesellschaftliche Prämissen, die auch medial natürlich vollkommen durchschlagen. Und ich glaube, das ist diese Woche nochmal sehr schön deutlich geworden. Ja, und jetzt noch zu Ihrer Frage, was das Thema soziale Medien anbelangt. Ich denke, da sind die Landwirte genauso gefordert und das tun sie auch. Ich habe in der Reaktion auf mein Buch auch, war ich sprachlos positiv überrascht, wie groß die Blogger- und die Social-Media-Szene auch ist und wie selbstbewusst und auch hartnäckig dort kommuniziert wird. Ich denke, das gibt es alles und das sind ganz normale Tools, die in jedem Bereich der Industrie, in jeder Branche heute genutzt werden. Und das tut die Landwirtschaft eben auch. Wir müssen, das würde ich nochmal wiederholen, uns einfach nochmal klar machen, dass es verschiedene Communities gibt. Es gibt verschiedene Szenen, in denen die Leute kommunizieren. Aber um den großen gesellschaftlichen Hebel zu entfalten, und deshalb auch das Beispiel aus der vergangenen Woche, da bedarf es eben mehr. Und die Klimadebatte ist nur eine von mehreren Beispielen, wie sie letztlich die vielen tollen Seiten, die es eben auch gibt, sobald es auf das Thema Tier kommt, sofort mit einem Argument natürlich in Frage stellen kann. Und ich denke, das sind so Mechanismen, über die man sich sozusagen neben dem Feintuning, was man als einzelner Tierhalter tun kann, was das Produkt selber anbelangt, auch Gedanken machen muss. Sie haben ja in dem Buch, das den wunderschönen Titel hat, von Bullerby, zwischen Bullerby und Tierfabrik, sprechen Sie auch von einem etwas anderen Blick, den man auf die Landwirtschaft werfen soll. Ist damit gemeint auch dieses sagen wir, das ganz nah an das Tier herangehen, als das, was Sie auch gerade beschrieben haben, diese Perspektive, Landwirtschaft ist was Positives. Und ist das das, was wir eigentlich kommunizieren, stärker kommunizieren müssten? Es sind zwei Dinge. Es ist zum einen in der Tat die Erfahrung einer modernen Mediengesellschaft. Und ich plädiere dafür, dass man die Landwirtschaft eben nicht anders behandelt als die Industrie, als die Produktion, als den Bergbau. Es gibt genauso auch in diesen Bereichen heute die Haltung, dass wir die Produkte lieben, Produkte schätzen. Jeder von uns hat ein Smartphone in der Tasche. Wir kommunizieren jetzt gerade digital, aber niemand interessiert sich wirklich dafür, woher die Rohstoffe kommen, welche Wertschöpfungsketten vorgelagert sind. Wenn Sie nicht nur die Bergbauindustrie nehmen, überhaupt die industrielle Produktion. Also ich plädiere eher dafür, dass man sozusagen die Marktmechanismen, die für die Landwirtschaft gelten, Skaleneffekte, ja, Größenordnung und so weiter, dass man das sozusagen nicht in einem Sonderkontext sieht. Genau das ist es nämlich so. Die Welt soll sich überall verändern, schneller werden, effizienter werden. Wir nutzen das alles auch in unserem eigenen Konsum. Nur die Landwirtschaft, die soll so ein bisschen sein, häufig wie Ostpreußen um 1900. Und das ist sozusagen der eine Teil des Blicks, den ich anprangere oder den ich sozusagen etwas normalisieren will. Und der zweite ist in der Tat, Sie haben heute noch unter 2% der Deutschen, die in der Landwirtschaft, im landwirtschaftsnahen Bereich, wenn wir mal das Agribusiness rausnehmen, beschäftigt sind. Und dadurch sind ganz, ganz viele Geschichten, ganz, ganz viele visuelle Eindrücke, Geräusche, Gerüche, die für die Generation meiner Eltern und Großeltern noch ganz normal waren. Wir haben es gerade gehört, im Allgäu Milch und Apfelsaft natürlich verschwunden. Und meine Befürchtung, letzter Satz ist, je näher Sie sozusagen von diesen emotional starken Eindrücken der Kindheit, der Jugend und so weiter, des täglichen Lebens sich entfernen, umso schwieriger wird es, auf der rationalen Ebene zu argumentieren, weil die Leute am Ende ihre Entscheidung, auch politisch, kaum rational treffen, sondern sozusagen, wenn sie die Gefühlsebene nicht erreichen an dieser Stelle, dann wird immer ein Unbehagen bleiben. Und das ist so ein bisschen die Befürchtung, wenn wir nur noch die Produkte sehen, aber uns sozusagen von der Produktion über die Jahre zunehmend entfernt haben. Herr Bützler,
die Landwirtschaft emotionaler machen. Ich glaube, dass die Gastronomie und auch der Handel und wir Verbraucher ein bisschen mehr Erlebnisse haben. Wir haben Lust auf Erlebnisse, wir haben Appetit auf Erlebnisse. Sehen Sie da einen kleinen Vorschlag, den gerade von Herrn Möller kam, Ihre Landwirtschaft, Ihre Produkte, Ihre Leistung, Ihre Arbeit ein bisschen mehr in Szene zu setzen, mehr emotionaler? Ist da was für Sie bei, wo Sie sagen, Mensch, Donnerwetter, da hat er recht, das könnte ich mal ändern oder mal anfassen? Ja, wir machen ja, wir erzählen ja schon Geschichten. Ich über YouTube zum Beispiel habe ich meinen Kanal ja, da wird ja auch schon viel gezeigt, erzählt und gemacht und getan. Und das machen auch viele andere, egal auf welchem Social Media Kanal, auf Facebook, Instagram oder so. Da werden auch schon Geschichten erzählt, wie Milch produziert wird oder auch alles andere in der Landwirtschaft produziert wird. Ich denke mal, da erreichen wir schon ganz Teil mit. Alle denke ich mal nicht, dass wir alle erreichen werden. Ja, schöne Geschichten kann man auch mal erzählen. Ja, ich mache mal einen Vorschlag. In Österreich gibt es eine Handelskette, die laden die Landwirte regelmäßig ein in ihre Märkte und sagen, das ist der Landwirt, der macht das Korn und der macht die Milch und der macht das Brot, also das Korn für das Brot. Die holen also die Erzeuger in die Märkte. Würden Sie sowas beim Handel befürworten und dann auch mitmachen? Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, da auch mitzumachen. Ich denke mal, wir Landwirte haben nichts zu verbergen. Ich denke mal, wenn wir einfach erzählen, was wir machen, wie wir es machen und warum wir das so machen, denke ich mal, dass bestimmt 90% das auch verstehen, warum wir das so machen, wie wir es machen. Das wäre auf jeden Fall ein Ding, wo ich auch mitmachen würde. Dr. Ebner, der Widerspruch zwischen Kopf und Bauch beim Einkaufen von Milchprodukten, der ist ja eben nicht nur dort ausgeprägt, sondern aber dort besonders stark. Wir wollen Nachhaltigkeit, wir wollen ökologische Produkte haben. Und wenn wir dann vor dem Regal stehen, dann stellen wir fest, die Milch kostet ja nur 80 Cent oder 79 oder 75. Zunächst bei Aldi, der ja seine 5 Cent Pauschale wieder zurückgenommen hat, wird die Milch noch billiger. Was passiert da mit uns? Warum lassen wir uns nicht begeistern von einem hochqualitativen Milchprodukt und greifen dann doch wieder vorschnell auf das billigste Angebot zurück? Ja, also ich habe mir auch noch zwei Anmerkungen zu meinen Vorrednern. Herr Bitzler, wir kommen nicht weiter, wenn wir sagen, in der Landwirtschaft und in der Milchviehhaltung ist alles gut. Steigen Sie mit mir ins Auto, 30 Jahre Erfahrung, es gibt viele Stellen, wo eben nichts gut ist und wo wir viel, viel tun könnten, für die Kuh tun könnten. Und Herr Müller, auch zu Ihnen, gerade die Milchviehhaltung hat in der Klimadebatte die allergrößte Chance, positiv rauszukommen. Eine Kuh, die eine vernünftige Weide zur Verfügung gestellt hat, die ein vernünftiges Weidemanagement hat, pflegt eine Fläche, und es ist die größte landwirtschaftliche Fläche der Welt, nämlich die Weiden, in der der höchste CO2-Speicher überhaupt möglich ist. Viel mehr wie in jedem Tropenwald. Also das nur so. Also die Milch und die Produktion von Milch und gerade wenn man jetzt die Lieferketten angeht, das ist ja unser Motto bei Slow Food, gut, sauber und fair. Ja, das heißt, wir denken vom Boden bis zum Konsumenten, und die Lieferkette war uns immer ein Anliegen, lange vor die gesellschaftliche Debatte über Lieferketten stattfand. Ja. Also das dazu, Herr Wortekamp, wie war jetzt so in meine Themen? Kopf, Bauch war meine Frage. Ja, warum reagiert der Verbraucher nicht emotionaler auf diese doch wertvollen Produkte? Ja, ich glaube, da liegen natürlich viele Fehler in der Vergangenheit, weil einfach dieser Motto, die Milch macht's, ja, zu simpel und zu einfach war. Und da müssen wir einfach wieder einsteigen. Das, was Sie auch vorher gesagt haben, was die Milch für Inhaltsstoffe hat, ja, gerade es wird ja momentan nur das Kalzium in der Milch herausgestellt. Alle anderen wichtigen Bestandteile der Milch, die werden vernachlässigt. Dann müssen wir uns natürlich auch Gedanken machen, wie die hohe Produktionseinwirkung, also zum Beispiel, wenn auf der Milchpackung steht, traditionell hergestellt, ja, da frage ich mich, was will uns die Molkerei damit sagen? Ja, die Milch produziert die Kuh und nicht die Molkerei. Also in dem Augenblick, wo wir wieder glaubwürdiges Marketing machen, ja, wo wir wieder wirklich und das auch machen können, weil die Produktionsbedingungen dahinter wirklich dem entsprechen, was die Werbung zählt. Und wenn wir dieses Geschmackserlebnis, das eben so vielfältig ist und so gut ist, sowohl bei der Frischmilch wie bei der
dann im Haushalt, in der Familie verwendeten Milch beim Kochen und so weiter darstellen, dann wird es uns gelingen. Also es war ja vorher die Frage, ob es in 10 Jahren die Menschen noch Frischmilch trinken. Ja, da bin ich fest davon überzeugt. Und ich denke, das Umdenken wird im Rahmen der Tierwohldebatte, im Rahmen der Fütterungsdebatte, im Rahmen der Terroir, wird die Landwirtschaft das verstehen. Und ich glaube, auch die großen Konzerne, auch Arla und Campina und wie sie alle heißen, werden begreifen, dass sie die Milch in Zukunft anders vermarkten müssen als über Rabattnickpreise, sondern eben über die Qualität, auch wenn man die Lieferkette eben mit berücksichtigt. Ja, das beantwortet vielleicht auch eine Frage. Wir haben eine Frage zugestellt bekommen von einem Hörer aus Kall. Und der hat gesagt, es wird so viel über pflanzliche Alternativen geredet, also Hafermilch, Sojamilch. Ist das eigentlich ein gleichwertiger Ersatz? Sie haben eigentlich schon gesagt, dass die Milch ganz, ganz viele Inhaltsstoffe hat, Wertstoffe hat, die man aber auch mal kommunizieren müsste. Das war so, glaube ich, wenn ich Sie richtig interpretiere, auch Ihr Appell. Ja, ganz, 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 ganz richtig. Okay. Herr Bützler, haben Sie noch was zu Ihrem Vorredner noch mal zu sagen, wegen der alle Landwirtschaftsbetriebe sind eigentlich top? Alle nicht. Schwarze Schafe gibt es in jeder Branche. Ich denke mal, da kann man hingehen, wo man will. Okay. Ich glaube mal, der große Teil, denke ich mal, macht das schon gut. Also ja. Alle, klar. Ich habe noch mal eine andere Frage. Da ist ein Hörer aus Kall. Den hatten wir gerade aus Geilenkirchen. Und der fragt, er hat öfter gesehen, dass Landwirte einen Milchautomatenabhof, also Milchabhof verkaufen über einen Automaten, die aber alle wieder verschwinden. Haben Sie da Erfahrung? Haben Sie das mal getestet? Oder was glaubt Sie, woran liegt es, dass der Milchabhofverkauf doch nicht das Wahre, das Gelbe vom Ei ist? Dann braucht man, denke ich mal, auf jeden Fall eine gute Lage für, weil es fährt ja keiner eine Viertelstunde irgendwo hin, nur um sich einen Liter Milch oder zwei zu holen. Zum anderen müsste man dann aber auch, denke ich, mehr bieten als nur Milch. Da gibt es hier auch so einige, die das machen. Die haben dann auch Kartoffeln, Erdbeeren oder Sonstiges mit dabei oder Fleisch, dass man, wenn man da dahin kaufen fährt, dass man dann auch direkt in einem auch mehr kaufen geht. Für mich speziell selber als Betrieb haben wir auf jeden Fall die verkehrte Lage dafür leider, dass sich das die Arbeit nicht lohnt für uns. Gut. Unser Thema hieß, was ist uns die Milch wert? Das heißt, was müssen wir tun, damit die Milch wertiger wird? Wir haben jetzt ein paar interessante Ansätze gehört. Das Wichtigste war eigentlich immer Kommunikation, mehr Posaunen das über das, was die Milch eigentlich ausmacht. Wir haben die sozialen Medien angesprochen, wir haben aber auch die Unternehmen angesprochen. Herr Möller, glauben Sie, dass bei den Unternehmen zu viel auf den Handel geschielt wird? Das heißt also auf Preise, auf Aktionen, auf Menge? Und dass die Wertigkeit darunter leidet und muss man da vielleicht den Hebel ansetzen, Ihrer Meinung nach? Also das liegt mir fern, den anderen Unternehmen da jetzt eine Kommunikationsstrategie geben zu wollen. Ich glaube, dass man sehr genau analysiert, was man tut. Man kennt seine Kundschaft sehr, sehr genau. Und auch wenn uns die Botschaft manchmal vielleicht nicht so gefällt, würde ich doch unterstellen, dass die Dinge nicht zufällig passieren, sondern dass man sich mit dem Preisbewusstsein und dem, was die Verbraucher dann tatsächlich nicht rhetorisch von sich geben, sondern dann tatsächlich tun, wenn sie an der Theke stehen, beziehungsweise die Dinge aufs Förderband legen, hätte ich fast gesagt, aufs Band legen vor der Kasse, was sie dann tun. Ja, Kommunikation ist wichtig, ich denke, das gilt für jeden Bereich, aber wir sehen eben einfach diese ganz, ganz starke Diskrepanz, die es überall gibt. Die Menschen entscheiden intuitiv und vielleicht würde ich insofern mal eine Lanze brechen, sehr preissensitiv, weil es das Angebot eben gibt. Wenn Sie sich mal rausbegeben vom Land und in die Stadt reinversetzen, dort, wo Sie möglicherweise heute extrem angestiegene Mietpreise haben, wo der ÖPNV teurer wird, wo der Kinobesuch für die Kinder teurer geworden ist, dann haben Sie eigentlich täglich die Zwickmühle, in der Sie stecken, dass Sie vielleicht anders handeln wollen würden. Aber wenn es Ihnen das Angebot möglich macht, dass Sie eben doch preissensitiv entscheiden. Ich würde gerne noch einen Satz sagen. Ich glaube, anders als für viele andere Produkte, von der Technik angefangen, unsere Autos, aber eben auch einzelne Produkte, die wir als Käse oder in anderer Form konsumiert, geht es darum, sozusagen diesen Markenkern, einen Markenwert für die Milch sozusagen zu kreieren, der tatsächlich auch verfängt. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen der springende Punkt. Wir können eine Marge am Ende des Tages wahrscheinlich bei allen Produkten nur dann erzielen, wenn wir eine Geschichte erzählen, wenn wir etwas mehr machen sozusagen als das reine Produkt, ja.
Und ich glaube, in diese Richtung würde ich auch mal weiterdenken, ob das Happy End am Ende dann aufgeht, ob die Verbraucher sich dazu bereit erklären, das wird die Zukunft dann weisen. Aber ich denke, das ist der einzige Weg tatsächlich, eine Geschichte, und die muss nicht zwangsläufig bio sein, im Gegenteil, sie kann auch, muss auch nicht regional sein, aber sie kann die Menschen hinter den Produkten zeigen und die Inhaltsstoffe und weiß der Teufel was. Ja. Okay, vielen Dank. Wir nähern uns langsam dem Ende. Ich habe noch eine kleine Schlussrunde vor mit Ihnen, mit der Bitte um ganz kurze Antwort. Aber Storytelling halten wir sicherlich mit auf die Liste, auf die To-Do-Liste. Was glauben Sie, meine Herren, trinken wir morgen, das heißt also in 2-3 Jahren, mehr oder weniger frische Milch? Ich fange mal mit unserem Milchlandwirt an. Herr Bützler, was meinen Sie? Mehr oder weniger? Ich hoffe mindestens genauso viel, vielleicht nur ein bisschen bewusster. Das wäre so meine. Aber quantitativ, mehr oder weniger? Top dann mehr. Oder top? Mehr. Dr. Dezner, was meinen Sie? Ich bin positiv. Okay. Herr Dr. Dezner? Ich bin überzeugt, wenn die Ration unserer Milchkühe nicht mehr aus Gensoja aus Südamerika, aus abgeholzten Tropenwäldern besteht, sondern aus lokalem produziertem Futter und dieses Image verkauft wird, wird der Milchkonsum drastisch ansteigen. Heißt, wir trinken mehr? Ja, wir werden mehr trinken. Wenn wir vernünftig sind, werden wir mehr trinken. Wenn wir die Rahmenbedingungen ändern, werden wir mehr Milch trinken, weil das Image der Milch einfach wieder steigen wird. So, jetzt ist die nochmal, Herr Müller. Das wäre jetzt opportun, wenn ich sagen würde, es wird mehr. Ich denke, es wird von allem mehr geben. Auch die Alternativen werden wachsen. Ich denke mal, es bleibt so, wie es jetzt ist. Aber vielleicht ändert sich ja preislich etwas. Insofern wäre das nicht zum Schaden der Landwirte. Gut, meine Damen und Herren, 12 Uhr, ganz knapp überzogen. Das war es von uns hier. Herzlichen Dank an die Runde. Dank vor allen Dingen auch an die Technik, konkret an Herrn Daniel Fesen, der diese Schaltung hier ermöglicht hat und so wundervoll perfekt begleitet hat. Danke auch unsere Zuhörer und Zuschauer vor den Bildschirmen. Ich hoffe, die kleine Auftaktveranstaltung hat Ihnen gefallen und Sie sind vielleicht beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin verabschiede ich mich als Ihr Hans Wortekamp. Schönen Sonntag und bleiben Sie gesund.